der Weg zu deiner inneren Heimat. Die Übungsserie endet mit der 11. Übung. In diesen Übungen wird oder wurde dir bewusst, wie du dein Leben mit stetigem Üben und mit Hilfe der Aufmerksamkeit gestalten kannst. Es gibt natürlich noch viel mehr zu entdecken und zu erfahren, wie du über deine innere Heimat zu einem glücklichen und mit Freude erfüllten Leben gelangst. Dazu möchte ich dir die Strichmännchentechnik und ein Buch von Emil Coué über die Autosuggestion empfehlen, die mein Leben sehr bereichert haben durch stetes Anwenden. Du findest beides unten in der Videobeschreibung. Es soll erwähnt werden, dass du dich bei den Übungen nicht anstrengst. Denn was wird dir wohl das Leben schenken, wenn du dir Mühe gibst? Natürlich Mühe. Und deshalb geben so viele Menschen auf, wenn sie sich mit ähnlichen Übungen oder Techniken beschäftigen. Je mehr du dich dabei anstrengst, umso weniger wird es dir gelingen. Beispiele dazu wären: Du wachst in der Nacht auf und umso mehr du wieder schlafen willst, umso weniger wird es dir gelingen. Genauso, wenn dir in einem Gespräch ein Name nicht mehr einfällt. Umso mehr du dich anstrengst, umso weniger wird er dir wieder in den Sinn kommen. Deshalb gib dir selbst die Zeit, die du benötigst, um die Übungen zu lernen. Such dir einen Ort, wo du dich vollkommen entspannen kannst und zur Ruhe kommst. Du wirst bemerken, wie schnell du in kurzer Zeit Erfolge haben wirst. Denke immer, du kannst und niemals, du kannst nicht. Du ahnst gar nicht, welch mächtiges Werkzeug du mit diesem einfachen Wort in der Hand hast. Wenn du dir sagst, ich kann. Die unermessliche Kraft, die uns innewohnt, kann, wenn du sie unbewusst einsetzt, mitunter höchst unangenehme Lebenslagen hervorrufen. Setzt du sie hingegen weise und bewusst ein, gibt sie dir Kraft und viele Möglichkeiten, dich selbst und dein Leben glücklich zu führen und unabhängig von äußeren Umständen. Am Schluss möchte ich noch erwähnen, dass du durch eigenes Beobachten, was du denkst, fühlst, tust oder sagst. Hier geht es darum, dass du einfach neutral, ohne zu bewerten, beobachtest und dir selbst immer mehr bewusst wirst, was gerade passiert. Auch dies ist ein stetiges Lernen und Wahrnehmen deiner selbst. Du wirst immer mehr präsent sein und beobachten, was gerade geschieht, in dir und im Außen. Solltest du noch irgendwelche Fragen haben, darfst du dich gerne bei mir melden. Nun wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg auf der Reise in deine innere Heimat.